Der alte Kontinent bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Ländern Europas sicher. Und damit herzlich willkommen zum, ja, zum Beginn der Kampagnen von Transportfever in Europa. 7 Kampagnen haben wir vor uns und wir kümmern uns natürlich zuerst um die, ja, wer hätte es gedacht, um die erste Kampagne. Die Eisenbahn erobert derzeit ganz Europa. Mittendrin eine junge Alpenrepublik, wo ein mächtiges Bergmassiv den Weg in den sonnigen Süden versperrt. Nur mühsam lassen sich die felsigen Kolosse überqueren. Zeit für ein wagemutiges Unterfangen. Die Durchquerung der Alpen von Nord nach Süd. Ein Eisenbahntunnel durch die Schweizer Alpen wird unsere junge Nation zur wichtigsten Route von der Nordsee zum Mittelmeer machen. Mal wage mich zu erinnern, dass ich's gespielt habe sogar mal, aber es nicht geschafft habe. Aber ich kann mich auch täuschen, ich bin mir da gerade relativ unsicher. Es gibt auch wieder 5 Medaillen. Einmal stolzer Stollen, macht den Bundesrat glücklich und vollendet den Tunnel rechtzeitig vor 1885. Dann gibt es noch die Medaille für Vertragstreue. Weiche nicht allzu sehr von den ausgehandelten Konditionen ab und komme ohne Zuschüsse aus. Dann maschinell, setze auf die neueste Technologie beim Bergbau. Menschenfreund, knüpple keine Arbeiter nieder. Und Strahler. Nein, never mind. Ich habe doch Strahler. Ich hab Strahler gelesen und habe gedacht, das passt nicht. Strahler, finde den sagenumwogenen Bergkristall. Ich glaube, wo der ist, das weiß ich sogar noch in ungefähr. Oder nee, Das war ja in Amerika. Wir sind ja jetzt ja in Europa. Es ist August im Jahre 1872 und der Bau des Gotthardtunnels kann beginnen. Keine Ahnung, warum ausgerechnet wir den Zuschlag für dieses Monsterprojekt erhalten haben. Ob es daran liegt, dass wir die einzigen Schweizer waren, die sich beworben haben? Oder daran, dass unsere Offerte so lächerlich tief war, dass kein Konkurrent hatte mithalten können? Fakt ist, wir haben 8 Jahre Zeit und ein ziemlich knappes Budget, um den längsten Tunnel der Welt zu bauen. Und wir haben noch nie zuvor einen Tunnel gebaut. Also, nichts wie los. Ja, nichts wie los. Schon 3 Eisenbahnlinien überqueren die Alpen. Doch wenn unser kühnes Projekt dereinst vollendet ist, wird die Gotthardbahn die schnellste und direkteste Verbindung von Nord nach Süd sein. Der harte Gneis des Gotthardmassivs türmt sich vor uns empor. Wir haben genügend Arbeiter, zerlumpte, aber kräftige Italiener, die sich für ein Butterbrot verdingt haben. Doch mit bloßen Händen graben wir uns nicht durch den Berg. Wir müssen die nötigen Gerätschaften zur Baustelle am Nordportal befördern. Liefere die ersten Werkzeuge zur Tunnelbaustelle. Baue eine LKW-Station bei Altdorf Tools Factory. Errichte ein Depot. Und kaufe dort Pferdefuhrwerke, die Werkzeuge laden können. Erstelle anschließend eine Linie zwischen den beiden LKW-Stationen und setze die Pferdefuhrwerke darauf ein. Das klingt doch simpel und ich meine, es scheint wirklich so, als ob ich es tatsächlich schon mal gemacht habe. Geht doch. Jedes Mal derselbe Käse hier, dass man jedes Mal, wenn das rumbackt, dann wieder neu starten muss. Hallo? Danke. So, dann schön möglichst nah dran, auch für möglichst wenig Geld. Wir brauchen ja das Geld, um möglichst viele Fahrzeuge zu kaufen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe 5 Millionen. Ich mach's einfach automatisch. 4 und 5, ich gehe dann lieber auf 5. Ja, danke.
gehen wir auf 4,5 Millionen. Da haben wir sie. 21 Fahrzeuge. Neue Linie. Einmal von hier nach eben halt hier. So, weil ich jetzt... Oh. Hä? Egal. Kommen sie halt jetzt erst raus, dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Kann ich mittlerweile schon sehen, wie viel ich brauche. Die Obergrenze ist 20. Okay. Ja gut, bis hier erstmal wird jetzt der erste produziert. Das dauert ja noch, bis hier irgendwelche auch beladen dahin fahren. Endlich jetzt, da warten auch schon wieder ein paar. Und dann wird das Ganze auch laufen. Dann haben wir hinten Berlin-Sona haben wir noch da hinten. Wir haben hier Altdorf und Luzern. Ja, aktuell wahrscheinlich ja hier was passieren wird. Schauen wir uns das Ganze hier natürlich an. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann dementsprechend den Tunnelausgang. Machen wir sogar noch eine Kirche. Kommen dann die ersten Werkzeuge an. Da sind noch keine drauf. Da auch nicht. Da kommen sie erst. Werkzeuge. Jetzt wird der Berg ausgehöhlt. Faszinierend, wie viel Schutt da zusammenkommt. Mit dem Pferdefuhrwerk allein ist er unmöglich wegzuschaffen. Wir brauchen eine ordentliche Bahnlinie, damit wir die riesigen Mengen an Aushub von der Baustelle abtransportieren können. Ich verstehe. Verbinde Altdorf South und Altdorf North mit Gleisen. Schließe die Lücke zwischen den markierten Gleisenden. Blende die Höhenlinien über das Overlay-Menü ein und orientiere dich am Gelände, um ohne Tunnel und Brücken auszukommen. Das spart Kosten. Wenn du die Gleise in kleinen Schritten baust, passen sie sich besser an das Gelände an. Ja, dann mal gehen wir gehen auf alle Fälle mit den Höhenlinien, denn wir haben, nein, das war verkehrt, das war die richtigen. Und dann bauen wir hier die Linie. Beziehungsweise die Strecke, hallo? Ich wollte schon gerade sagen, sag mal, ich muss ein bisschen schon wieder von vorne beginnen. Dass ich das Spiel wieder speichern muss und nochmal neu laden muss. Es wirkte kurzzeitig so. Wunderbar. Mensch und Maschinen leisten gute Arbeit. Die ersten Meter sind bereits geschafft. Im Berg drin ist es heiß wie in der Hölle und die Luft so dick, dass man sie mit dem Messer zerschneiden könnte. Aus diesem Schlund muss der ganze Schutt nun raus. Und das schnell. Die Geldgeber beobachten unsere Fortschritte mit Argwohn. Liefere Stein von der Tunnelbaustelle zur Steinhalde. Kauf einen Güterzug in Altdorf Train Depot, der Stein transportieren kann. Stelle eine Linie zwischen den zwei Güterbahnhöfen und setze den Zug darauf ein. Für jedes Werkzeug, das du anlieferst, produzierst die Tunnelbaustelle Stein, die wiederum abtransportiert werden muss. Der wiederum abtransportiert werden muss. Genau, dann haben wir jetzt, nein, das war das verkehrte Depot. Da haben wir hier ein Depot, dann kaufen wir hier mal ein... Dann kaufen wir hier einen Zug. Der schafft 40, der schafft 45. Der hat mehr Leistung und mehr Zugkraft. Dann nehme ich den Borsig. Und dann brauche ich natürlich jetzt noch Güterwagen bzw. Rungenwagen. Nein, das sind offene Güterwagen, die Stein transportieren können. Kaufe davon dann so viel, dass ich bei 3 Millionen bin und mache jetzt eine neue Linie. Wo ist denn jetzt die Steinhalle? Die Steinhalle ist ja hier unten.
dementsprechend eine neue Linie von hier nach hier. Genau, Obergrenze ist 1000, wunderbar. Ich soll 500 Steine abtransportieren, die Obergrenze waren 10.000, oder? Ne, es waren nur 1000. Dann lassen wir das Ganze mal laufen. Hoch oben in den Bergen, so erzählt man es sich hier seit langer Zeit, soll es einen Bergkristall von unvorstellbarer Schönheit geben. Ein alter Alphirte kennt angeblich die ganze Geschichte. Folge dem Hinweis nach Altdorf und klicke auf das Fragezeichen, um mehr zu erfahren. Der alte Mann sagt, er kenne den Kristall nur aus Sagen und Legenden, doch seine junge Enkelin, die treibe sich mit ihren Geißen oft hoch oben im Gebirge rum. Das Mädchen kraxelt durch die Felsen wie eine kleine Bergziege. Man kommt ihr kaum hinterher. Folge dem Hinweis und klicke auf das Fragezeichen, um mehr zu erfahren. Da haben wir es hier oben. Währenddessen warten wir eigentlich nur noch, dass das Stein abtransportiert wird. Hier also soll es irgendwo sein. Eine besondere Felsformation weise auf den sagenhaften Bergkristall hin, hat uns das Mädchen noch zugerufen, bevor es flink davongeklettert ist. Tag und Nacht wird gebohrt, gesprengt, geschuttet. Doch trotzdem sind wir arg im Hintertreffen. Wir hinken dem Zeitplan eklatant hinterher und haben das ursprüngliche Budget bereits um das Zweifache überzogen. Der Bundesrat hat unseretwegen sogar schon eine Krisensitzung einberufen. Wir brauchen dringend leistungsfähigere Bohrmaschinen, die nicht ständig kaputt gehen. Wir sollten eine entsprechende Werkstätte einrichten. Das würde unser Vorhaben enorm beschleunigen. Liefere Werkzeuge zur Werkstätte. Die benötigte Menge an Werkzeugen ist sehr gering. Wir sehen 12 Stück. Setze darum Pferdefuhrwerke ein. Das mache ich auch sofort. Aber ich werde erst nochmal hier... Ach, wir sollen zur Luzern Maschinenfabrik liefern. Ich verstehe. Dann baue ich nochmal eben hier ein LKW-Terminal hin. Und schicke... erstmal weiterlaufen und schicke 5 Fahrzeuge dann nochmal dahin. 3 Fahrzeuge. Neue Linie dementsprechend dann von hier vorne nach hier hinten. Was für ein wundervolles und seltenes Exemplar. Hoppla. Der Kristall strahlt eine ungewöhnliche Energie aus. Ich habe es mir etwas schwerer gemacht, als ich hätte machen müssen, aber okay. Da ihr verdient, Strahler, findet den sagenumwobenen Bergkristall. Erstmal schön Kohle ausgegeben für nix und wieder nix. Fahren wir jetzt ja schon mit Dings hin? Nope. Der auch nicht. Und der zum Teil, aber das wird reichen, wenn die anderen voll fahren. Aber wir kriegen auch hier ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, wie... Ob wir das mit der Bohr... Ob wir mit der Bohrsieg noch Geld verdienen aktuell gerade. 28 Steine und so weiter, gerade nur Finanzen. 133.000 haben wir schon mal eingenommen. Ah, ist in Ordnung. Vielleicht wäre es früher gewesen, 2 Züge. Großartig! Die neuen Bohrmaschinen sind ein Segen. Gingen früher ganze 3 Maschinen in nur einem Tag kaputt, ist es heute nur noch eine in 3 Tagen. Der Bundesrat ist hoch erfreut. Oder, nun ja, vielleicht eher... etwas weniger ungehalten. Dank der neuen Bohrmaschinen produziert die Tunnelbaustelle mehr Stein pro geliefertem Werkzeug. Hervorragend. Das können wir gebrauchen. Dann fährt die Bohrsieg vielleicht sogar nochmal voll. Hauptsache Linie 3 ist halt ultra heftig dabei.
Da wird jetzt nochmal hier unten eine LKW-Station fehlen. Eigentlich, okay, die ist ja jetzt, hat sich ja schon mal zumindest schon mal weiter ausgebaut. Okay, die kann aber noch konsumieren, das kann nur gut. Und dann verdiene ich halt da nochmal ein bisschen Kohle mit, das ist ja auch in Ordnung. Sehr schön, 400.000 bringt jetzt der Steinzug ein. Die Arbeiter hausen in Schweineställen und von den 3 Franken 90 Rappen Tageslohn müssen sie nicht nur Verpflegung, Unterkunft und Ausrüstung, sondern auch noch das Öl für ihre Lampen bezahlen. Inbegriffen, um sich die eigene Lampe zu füllen, ist immerhin täglich 1 Liter Wein. Das ist ihnen offenbar nicht genug. Sie blockieren den Tunneleingang und werden ihn erst freigeben, wenn sie täglich 1 Franken mehr erhalten. Was tun? Wenn wir uns das nicht leisten wollen, können wir die Polizei aus Uri anheuern und die Aufrührer niederknüppeln. Oder? Wir kommen ihnen wenigstens ein Stück weit entgegen und sorgen für eine bessere Tunnelbelüftung. Knüpple keine Arbeiter nieder, weil ich nicht als der von... Machen wir es mal so, die kosten mal 50.000. So, da haben wir auch gleich die Steine abtransportiert, da kommen wir jetzt gerade noch... Da kommen... Ja, ist halt die Frage, da kommen der Zug gerade und noch ein paar weitere Straßenfahrzeuge. Zug wird wahrscheinlich sogar... Na, da sind alles abladen. Dann gibt's nochmal, wer geldlich gesehen sehr beschissen, aber okay. Es ist soweit. Der Durchbruch ist geschafft. Ein Wunder, dass wir trotz der ganzen Strapazen nicht schon vor dem Durchstich tot im Tunnel umgekippt sind. Nun müssen wir nur noch die Eisenbahnstrecke fertigstellen. Dann ist unsere Gotthardbahn perfekt. Wunderbar. Und ich mach's einfach mal so, ich schick den zurück ins Depot und verkauf den am Ende, weil das Geld halt einfach super bad ist gerade. Genau dasselbe mache ich dann mit den anderen Fahrzeugen. Und wie gesagt, ich kann ja jetzt schon mal zumindest schon mal die Strecke hier bauen. Ich mache das Ganze natürlich auch wieder hier schon mit den Höhenlinien, damit es halt möglichst gering ist, preislich gesehen. Das Geld kommt dann nachher wieder so ein bisschen rein mit dem Verkauf des Ganzen. So, da habe ich jetzt die Verbindung gemacht. Jetzt muss ich die ganze nur nochmal hier nach dem Bahnsteig machen. Ja, hier schön durchs Tal durch. Dass man die Höhen hier gar nicht so wirklich sieht, dass es bergauf geht. Obwohl es bergauf geht. Es wird ein Bergab. Und dann wieder bergauf. Die Eisenbahnstrecke ist fertig. Nun ist es Zeit, uns mit dem Ruhm zu bekleckern, der uns für dieses Wunderwerk gebührt. Der feierlichen Einweihung steht nichts mehr im Wege. Also, hopp und ab die Post. Ja, noch Züge vorher ins Depot schicken. Genau, da bin ich gerade dabei. Signale wären natürlich auch nicht verkehrt.
Den jetzt sogar nochmal hier mit weit abliefern können, aber okay. Ja. Dann würde ich sagen, lass es erst nochmal kurz ein bisschen laufen, damit zumindest der große Zug hier verkauft wird. Kauft seinen anderen Zug und schickt den auch dann auf die Linie. 1,84 Millionen. Die schafft 50. Und dann, Moment, die schaffte 45, oder? Die Borsig, ja, die schaffte 45. Dann gehen wir mit den Bayerischen und nehmen davon so viele. Auf Linie Nummer 4 ist halt die Frage nochmal, den ganzen nochmal so ein. Stecken wir mal den ersten Zug hier durch. Oder muss auch, vielleicht muss er auch einfach von Bellinzona dann nach Luzern fahren. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Ich nehme mal die 2 Millionen mehr mit. Wird wahrscheinlich dann nicht hier die Medaille bekommen hier. Weil ich mir Dings noch genommen habe, aber okay. Freude herrscht. Die neue Achse zwischen Nord und Süd ist eröffnet. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Bravo. Wunderbar. Es hat alles gepasst, bis auf was ich halt hier nochmal Zuschüsse geholt habe. Bis dato ansonsten alles in Ordnung. Und dann gucken wir uns nochmal kurz an, was uns dann höchstwahrscheinlich nächste Woche erwartet. In der nächsten Mission in Europa. In der Wiege der Industrialisierung qualmen die Schlote der Fabriken unentwegt vor sich hin. Die Städte starren vor Ruß. Männer, Frauen und Kinder sorgen dafür, dass die Maschinen am Laufen bleiben. Und das bis zu 12 Stunden am Tag ohne Pause. Das Eisenbahnnetz wird fleißig ausgebaut. Die Züge haben ihre Höchstgeschwindigkeit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Der Glaube an die moderne Technik ist so ungebrochen wie die Regentschaft von Königin Victoria. Heißt, beim nächsten Mal hier in der Kampagne von Transport, wie geht es dann um das Brückenunglück? Es gibt folgende Medaillen: einmal rechtzeitig. Baue die Brücke vor 1902. Schlüssel zum Reichtum. Verdiene 1 Million mit dem Transport von Werkzeugen. What? Okay. Das klingt danach, dass es eine Medaille wird, die ich nicht erreichen werde. Geschwindigkeitsrekord. Fahre mit einer Geschwindigkeit von mindestens 60 Kilometer pro Stunde über die Testbrücke. Schwergewicht. Fahre mit einer Gesamtladung von mindestens 60 Einheiten über die Testbrücke, bevor die Tests abgeschlossen sind. Klingt auch, als ob das eventuell nicht so der Fall sein wird. Und alternative Verkehrsmittel. Erfüllt die Sonderwünsche des Stahlwerkinhabers und transportiere Güter mit dem Schiff. Das alles erwartet uns dann beim Szenario Brückenunglück. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Transportfieber-Kampagnen-Video wieder.